Hallo Leute, herzlich willkommen zum neuen Bitcoin2Go Talk. Es ist wieder Monatsrückblick und heute mit zwei besonderen Gästen, nämlich mit Robin HD, beziehungsweise Robin, ihr kennt ihn von seinem YouTube-Kanal, genauso auch Fokan von Coincheck TV, auch ein YouTuber. Und wir drei haben alle eine Meinung und die wollen wir heute mit euch teilen, nämlich wie lief der Mai und was wird aus dem Juni. Super spannender Talk, es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Wenn euch das Video gefällt, Like nicht vergessen, jetzt aber erstmal zurücklehnen, anschnallen und dann viel Spaß beim Video. So Leute, wir sind zurück und diesmal zu dritt mit dem Monatsrückblick mit dem lieben Robin, mit Furkan von Coincheck TV. Robin-Kanal wissen wir auch, heißt Robin HD, also deswegen reicht da nur der Vorname fast. Ich würde sagen, ihr beide stellt euch aber erstmal vor für diejenigen, die euch auf meinem Kanal noch nicht kennen. Wer seid ihr und was macht ihr? Wir fangen an mit Robin, weil er neben mir sitzt, sozusagen. Ja, erstmal guten Tag. Ich bin Robin vom Robin HD-Kanal, wie er eben schon gesagt hatte. Auf meinem Kanal gibt es eigentlich alle Themen, hauptsächlich geht es um die aktuellen Themen und die News. Also ich versuche mal den Gesamtmarkt den Tag über Revue passieren zu lassen. Dafür versuche ich zumindest jeden Tag ein Video hochzuladen. Und im Anschluss gibt es dann ab und zu nochmal kleine Informationsvideos, wie beispielsweise zu Hardware-Wallets. Im Allgemeinen schauen wir uns allerdings immer die aktuelle Marktphase an. Und ja, ich versuche so allumfassend alles zusammenzupacken. Sehr cool. Furkan. Ja. Ja, und du hast es ja schon gerade gesagt, Furkan von Coincheck TV, schon vor knapp 5 Jahren den YouTube-Kanal gestartet, damals noch als Student und ja, mache eigentlich im Prinzip auch einen ähnlichen Ansatz wie Robin, bisschen mehr Bitcoin-lastiger, aber auch ein bisschen mit Altcoins, also jetzt kein nur only Bitcoin-Content, sondern auch versuchen über den Tellerrand zu schauen, egal ob es in die Altcoin-Richtung ist oder egal ob es in die traditionellen Märkte ist und da die Zusammenhänge zu erkennen und ja, immer wieder auf den aktuellen Stand zu bringen, die Leute. Habe auch nach dem Studium als wissenschaftlicher Mitarbeiter gearbeitet im Bereich Blockchain und dann irgendwann gesagt, okay, ich möchte jetzt nur noch Krypto machen, nur noch YouTube-Kanal und inzwischen ist es jetzt ein Fulltime-Job und beschäftige mich tagtäglich mit Kryptowährungen. Ja, ich würde sagen, das haben wir auf jeden Fall alle mal gemeinsam. Wir sind wirklich tief, tief drin und teilen diese Leidenschaft, genauso wie ihr auch da draußen, die tagtäglich auch folgen. Robin, nochmal wirklich Respekt an dich, dass du es schaffst, einfach tagtäglich auch ein Video rauszuzischen. Chapeau. Ich habe es euch schon beschrieben. Richtig, ihr findet unten in der Beschreibung die Links von den beiden. Wenn ihr Lust habt, denen zu folgen, könnt ihr das machen. Wenn ihr denen schon folgt, umso besser. Ihr wisst, ein Blickwinkel ist gut, mehrere sind besser, weil dann kann man erst eine richtige Meinung sich bilden. Wir gucken jetzt mal auf den Mai zurück und ich habe gesagt, sell in May and go away. Was dann passiert ist, ich bin in Urlaub gegangen, war der Terra Luna Crash und ja, eigentlich der Krypto Crash insgesamt. Also klar, ausgelöst durch das Desaster bei Terra Luna. Man hat auch gesehen, das erste Mal, dass sich Krypto mal wieder ein bisschen vom Aktienmarkt entkoppelt hat, leider im negativen Sinne, nämlich viel stärker underperformed. Der Krypto-Crash. Wer möchte das von euch beiden zusammenfassen? Was ist passiert? Also spannend, dass du da sagst, dass Terra Luna der Auslöser war. Ich glaube natürlich von den Prozenten her gesehen, vor allem bei den Altcoins waren die Verluste viel größer. Aber wenn man mal die Charts übereinander legt mit dem Nasdaq beispielsweise, hatten wir genau die gleichen Bewegungen. Natürlich hat, glaube ich, dieser Terra Luna-Crash dafür gesorgt, dass die Leute im Kryptomarkt noch ein bisschen unsicherer geworden sind, als sie es eh schon waren. Und dadurch hatten wir vielleicht ein paar Prozent noch mehr zusätzlich verloren. Aber der Auslöser war, wie in den letzten Wochen und Monaten eigentlich auch immer wieder, die traditionellen Märkte. Wir haben ja mit den traditionellen Märkten, vor allem mit dem Nasdaq, mit den Big-Tech-Aktien, der Bitcoin vor allem, die höchste Korrelation, die wir jemals hatten. Und da sprechen wir ja auch gleich noch drüber, warum die traditionellen Märkte auch unter Druck stehen. Und ich glaube nicht, dass Terra Luna alleine jetzt der Grund dafür ist, dass der Kryptomarkt jetzt im Mai unter Druck stand. Und ja, ich weiß nicht, wie du das siehst, Robin. Und dann können wir auch nochmal, glaube ich, über Terra Luna im Einzelnen sprechen. Aber ich glaube, so als grobes, als Ganzes ist es eher abhängig davon, was der traditionelle Markt macht. Auf jeden Fall, ja. Ja, also ich denke auch, dass wir haben ja sowieso jetzt schon seit November letzten Jahres diesen Downtrend und durch den Zusammenbruch des gesamten Terra-Ökosystems oder dem Stablecoin und natürlich auch dem der Hauptkryptowährung selber haben wir natürlich nochmal einen zusätzlichen Druck auf den Markt gesehen. Vor allem das Schlimmste, glaube ich, an dieser Geschichte ist vor allem das Vertrauen. Also nicht nur das Vertrauen in die allgemeinen algorithmischen Stablecoins, die natürlich priorisiert,
aber ich glaube auch sehr viele Leute, die allgemein im Crypto-Game unterwegs sind, die gar nicht so diese Unterschiede verstehen zwischen einem algorithmischen Stablecoin und einem, der eben nicht algorithmisch funktioniert, wie beispielsweise USDC oder USDT. Die sind halt von der Art und Weise nochmal ganz anders und ich denke, dass halt diese Downwärtsdynamik, die wir sowieso schon seit Monaten sehen, einfach dadurch zumindest short-term nochmal verändert wurde. Ja. An dieser Stelle muss ich aber nochmal sagen, also ich war live dabei, als das Ganze zusammengebrochen ist. Es hat sich angefühlt wie so ein historischer Moment tatsächlich. Das war echt krass. Vor allem, wir dürfen nicht vergessen, das war eine Top 10 Kryptowährung und ich glaube, der dritt- oder der viertgrößte Stablecoin, also wirklich schon extrem hoch bewertet. Und ich muss sagen, ich finde, der Markt hat tatsächlich das Ganze sehr gut aufgenommen. Natürlich, das Vertrauen ist weg. Sehr viele Leute sind sehr negativ, jetzt vor allem auch auf algorithmische Stablecoins zu sprechen. Aber im Allgemeinen hätte ich persönlich gedacht, dass so ein Ausverkauf, so ein Crash, so eine Kapitulation eines Stablecoins oder so ein Komplettzusammenbruch, dass das tatsächlich noch mehr Druck auf den Markt auswirkt. Und natürlich, wir haben short-term so eine Kapitulation, dass ja Bitcoin auch in die Bereiche 23.000, 24.000 Dollar gewickt, zumindest nur ganz kurz auf einigen Exchanges. Ich persönlich hätte gedacht, wenn eine Top-10-Kryptowährung komplett kollabiert, dass wir dann deutlich negativere Auswirkungen haben. Genauso aber auch von Regierungsseite. Da hätte ich gedacht, dass die deutlich, deutlich schärfer und strenger darauf reagieren, weil die Market Cap, wenn man das mit herkömmlichen Finanzmärkten vergleicht, das ist schon echt heftig, was da einfach so aus dem Markt gewischt wurde. Ja, also es war ja ungefähr 60 Milliarden US-Dollar oder mehr. Das war tatsächlich mehr als Lehman Brothers Marktkapitalisierung zur Zeit der Bankenkrise, als das alles zusammengebrochen ist. Und wir erinnern uns alle an den Moment, das war systemkritisch. Und ich finde auch, also jetzt mal als positiv, ich habe ja hier auch geschrieben Learnings, kann man definitiv mitnehmen, das gesamte Krypto-Ökosystem hat sich schon sehr resilient gezeigt, aber hat auch gezeigt, dass schon vorher definitiv auch Risiko vom Tisch genommen wurde. Ich meine, es war schon vielen Stablecoins, klar, UST war dann vielleicht nicht die beste Wahl, im Nachhinein kann man es definitiv so sagen, aber es ist auch vorher schon viel in Bitcoin, viel in Ethereum, beziehungsweise halt eben raus aus dem Markt geflossen. Die Risikobereitschaft war schon niedriger, nichtsdestotrotz, das hat Spuren hinterlassen. Also ich glaube, der Vertrauensaspekt ist hier auf jeden Fall als wichtigster Punkt zu nennen. Und sorry, Volkan, für den freudschen Versprecher, den du so schon aufgenommen hast. Auslöser war Terra Luna meiner Meinung nach auch nicht. Die Unsicherheit war schon da, was aber definitiv dafür gesorgt hat, dass die Angst, sagen wir mal, die Unsicherheit sehr viel größer war. Also Robin, du hast auch gerade gesagt, die Stablecoins, wir haben verschiedene algorithmische gesehen, die auch, sagen wir mal in Anführungsstrichen, angegriffen wurden oder versucht wurden zu depeggen, auch bei manchen mit Glück, mit Erfolg, die aber tatsächlich irrelevant sind. Am Ende USDC, USDT stehen noch da, wo sie stehen, sorgen für die Liquidität im Markt und vielleicht für die Kaufkraft, wenn es mal wieder ein bisschen besser läuft. Was habt ihr noch hier vielleicht zu der Situation abschließend so zu sagen? Weil ich glaube, wir haben jetzt hier schon ein bisschen über Geld gesprochen, da kann man gleich eigentlich ein bisschen Richtung Inflation schwenken, wenn wir schon über den großen Bruder, den Finanzmarkt, gesprochen haben, weil der macht eigentlich die Musik aktuell, oder? Mhm, gerne. Okay, dann machen wir es einfach. Inflation, Geldpolitik, wie wirken sich diese Faktoren auf den Markt aus? Ich würde sagen, jetzt fangen wir mal mit Robin an und dann wird Volker das Ganze abrunden. Ich bin gespannt. Ja, was das Thema angeht, das ist natürlich diese obergeordnete Panik beziehungsweise auch Angst oder das vorbeugende Rausgehen aus dem Markt. Das sehen wir jetzt schon seit November letzten Jahres. Das Ganze ist ja ziemlich stark damit korreliert, als der Bitcoin sein zweites All-Time-High gesetzt hat und alle wieder euphorisch waren und dachten, okay, vielleicht schaffen wir die 100.000 Dollar in 2021 noch. Und dann kam hier am 10. November, glaube ich, die Zahlen aus den Vereinigten Staaten und da kamen dann halt auch die Statements, jetzt muss sich was ändern und das hat dann halt auch eben dafür gesorgt, dass der Markt bis zum heutigen Datum um knappe 50%, knapp sogar drüber zusammengebrochen ist. Also auf jeden Fall hat das schon mal eine direkte Auswirkung gehabt, denn das ist einfach 1:1 korreliert, natürlich auch mit den anderen Aktien und die anderen Aktienindizes. Also man sieht die Gesamtdynamik. Man sieht das gesamte Risk-Off, also wie hier die Liquidität auch aus dem Markt genommen wird. Und eine Sache, die wir nicht vergessen dürfen, wo viele Leute nicht dran denken, ist selbstverständlich das Prinzip, wie diese Märkte quasi funktionieren. Denn viele Leute fragen sich, was passiert hier gerade? Die Tech-Aktien stehen natürlich besonders stark unter Druck, genauso wie natürlich auch Krypto, weil wir gerade halt in den Bärenmarkt reinlaufen. Aber auch alle Aktien werden sonst ziemlich stark abverkauft. Und viele Leute fragen sich, was passiert mit dem Geld und wie sollte ich auch damit reagieren oder darauf reagieren? Denn auf der anderen Seite haben wir eben aktuell immer weiter steigende Inflation. Gerade in der Eurozone, es ist unglaublich, was
was wir hier für eine Inflation sehen. Die Regierungen und die EZBs beziehungsweise auch die US-amerikanische Notenbank, Janet Yellen, hat erst kürzlich wieder gesagt, dass sie selber überrascht davon ist, wie stark die Inflation hier nach oben gegangen ist. Das heißt, wir sehen gerade quasi in allen Märkten, selbst in den Märkten, die stabil sein sollten, selbst in unserem Fiat-Geld, hier tatsächlich den Zusammenbruch oder zumindest auf jeden Fall eine starke Entwertung. Und was man hier halt nicht vergessen darf, ist, dass wenn die Liquidität aus dem Markt genommen wird, dieser Markt stark zusammencrasht, es allerdings nicht heißt, dass das gesamte Geld rausgenommen hat. Also wenn Bitcoin jetzt eine Market Cap von 1 Billion Dollar hat und hier dann auf 500 Milliarden zurückgeht, heißt es nicht, dass 500 Milliarden US-Dollar aus dem Markt genommen werden. Es reicht eben deutlich weniger. Also deutlich weniger Kapital ist benötigt quasi, um hier den Preis und halt auch die Market Cap nach unten zu drücken. Und das ist, glaube ich, das, was auch viele vergessen, was gerade bei so bärischen Phasen so schnell und so stark eintreffen kann, weil halt auf der einen Seite quasi die Käufer fehlen und auf der anderen Seite sehr viele Käufer da sind. Und das sorgt eben dafür, dass der Markt ziemlich schnell zusammenbricht, ohne dass wirklich die Marktkapitalisierung hier als Kapital aus dem Markt genommen wird. Und genau das ist halt das, was wir gerade sehen, gemeinsam natürlich mit der Angst und der Panik, wie die EZB in den kommenden Monaten, beziehungsweise natürlich auch die Fed hier auf die aktuelle Marktsituation eingeht. Also aktuell sehen wir quasi eine Panik beziehungsweise ein Vorbeugen. Es wird versucht zu prognostizieren, wie stark die Zinsen angehoben werden. Und natürlich, wenn die Zinsen hoch sind, dann ist das liquide Cashmittel natürlich deutlich sinnvoller hier dann zu verwenden, weil du dann eben nicht mehr auf teure Kredite zurückgreifen musst. Und das ist das, ja, was wir momentan sehen, diesen großen Risk-Off, dass die Anleger hier versuchen, weniger Risiko am Markt zu haben, selbst wenn wir immer noch eine ziemlich starke Inflation sehen. Ja, also liebe Leute, und hier merkt man eben auch, dass wir alle drei einen YouTube-Kanal betreiben, der eben sich mit News beschäftigt. Hier feuern die Dinger wie ein Kanonenrohr raus. Der Robin hat hier einen nach dem anderen rausgelassen. Ich hoffe, es ist überhaupt noch Platz für dich, Furkan. Aber ich meine, hier kann man auch viel drüber diskutieren. Wir gucken vor allem bei Inflation und Geldpolitik ja in die USA. Welche Punkte möchtest du uns jetzt hier noch mitgeben? Das Gesamtbild haben wir auf jeden Fall schon sehr gut eingeordnet bekommen. Ja, Robin, sehr gut zusammengefasst, was jetzt in den letzten Monaten passiert ist. Ich glaube, man darf halt auch nicht vergessen, wir haben sehr stark davon profitiert, von dieser Pandemiephase. Ne? Also es gab billiges Geld, es wurde ohne Ende Geld gedruckt und in die Märkte gepumpt. Und wir haben immer darüber gesprochen schon, ich glaube, ihr auch schon 2021, 2020, dass das auch natürlich zu einer Inflation führen kann. Und die Reaktion darauf von den Notenbanken ist ja dann klar, dass sie dann irgendwann eine straffere Geldpolitik fahren müssen. Die US-Notenbank, da wird das ja schon kritisiert, dass sie schon zu spät agiert haben oder reagiert haben. Die EZB, da brauchen wir, glaube ich, da gar nicht drüber sprechen. Die haben ja bis jetzt immer noch nichts gemacht. Was ich spannend auch finde, ist natürlich die Bilanzsumme. Ne? Da hat es ja gerade die Grafik von der EZB gezeigt. Ich glaube halt, neben den Leitzinsen ist halt die Bilanzsumme wahrscheinlich sogar noch wichtiger. Und das Positive an der ganzen Entwicklung jetzt gerade ist, das ist ja nicht etwas, was von irgendwie gestern aufgekommen ist, komplette Überraschung war. Ich finde, die US-Notenbank hat das ziemlich schlau gemacht. Die haben es immer wieder kurz angeteasert, letztes Jahr schon, dass es in diese Richtung gehen könnte. Die Märkte haben sich darauf eingestellt. Du hast ja auch noch die Grafik da in petto mit den Leitzinsen, wie es erwartet wird, was der Markt gerade schon einpreist. Und da ist natürlich das Potenzial jetzt gerade hoch. Das war mein persönlicher Gameplan, den ich Anfang Januar schon auf Twitter gepostet habe, dass genau das passieren wird, dass die Leitzinsen steigen werden, dass die Bilanzsummen verringert werden, dass die Märkte dann unter Druck stehen. Aber irgendwann muss man natürlich auch auf die Wirtschaft schauen. Ne? Wie verkraftet das die Wirtschaft? Und in der Grafik sieht man es ja sehr schön, was gerade eingepreist wird vom Markt, was für wahrscheinlich gilt. Und da haben wir natürlich schon alles auf dem Papier sozusagen bis März 2023. Wenn das so kommt, ist es keine große Überraschung mehr. Aber ich sehe halt das Potenzial, dass die US-Notenbank dann irgendwann sagt, okay, wir haben spät reagiert und jetzt sind wir viel zu hart vorgegangen. Wir müssen mal ein bisschen den Fuß von der Bremse nehmen. Und das wäre natürlich ein sehr positiver Faktor, weil das wäre dann eine unerwartete Entwicklung, auch wenn natürlich einige das auch erwarten. Aber ja, es ist immer das Gleiche. Aber ich glaube, die breite Masse ist sehr pessimistisch. Und wenn da der Fuß von der Bremse geht, dann wird es auf jeden Fall ein bisschen weiter nach oben gehen, glaube ich. Ja, also ihr habt ja beide wichtige Punkte genannt und auch vor allem hier geht es ja auch um die Frage, wie wirkt sich das eigentlich tatsächlich auf dem Markt aus? Und ich meine, am Ende des Tages, Kryptoassets, der eine wird sich wundern, Bitcoin, digitales Gold, ja, auch wenn man sich jetzt dabei, sagen wir mal, die Liquiditätsabflüsse bei Bitcoin ansieht, ist es schon vergleichsweise stärker als jetzt bei der einen oder anderen Aktie, die da echt heftige Sell-offs erlebt hat.
Aber am Ende sind oder bleibt es erstmal noch ein Risikoasset. Wir sind hier einfach in einer Preisfindungsphase und die haben oder wir haben natürlich auch vom billigen Geld profitiert. Also ihr habt gerade auch schon gesagt, vor allem die Tech-Werte, man sieht, wer zuerst federn lässt, das Geld wandert dann eben in Value-Aktien. Ich habe heute noch gelesen, die Leute kaufen keine Erdbeeren mehr, weil sie das Geld zusammenhalten aus Angst vor Inflation. An der Zapfsäule kriegt man einen Schlag, 100 Euro pro Tankfüllung in der guten Nacht. Also man sieht, es ist sehr viel Angst im Markt, aber es ist auch schon sehr viel eingepreist. Und die Kunst am Markt ist genau das, eben zu verstehen. Auch für euch ist das genau das, was wir ja hier oder ich oder auch die anderen beiden Jungs auf dem Kanal vermitteln wollen, das Gesamtbild zu verstehen, um wirklich für sich ein gutes Fundament bei seinen Anlageentscheidungen zu treffen, weil die können wir euch nicht abnehmen. Wir wissen auch nicht, wie die Zukunft gehandelt wird. Die Finanzmärkte wissen das genauso wenig und das ist gerade die Kunst. Wir sind an den Finanzmärkten, sagen wir mal, 6 bis 8 Monate in der Zukunft. Und wir sehen eben, die Zinserhöhungen sind entsprechend schon eingepreist. Aber in 6 bis 8 Monaten kann noch einiges passieren. Und sollte es zum Beispiel bei der Inflation nur ein Hauch Funken Hoffnung geben, dass es doch irgendwie was schon passiert, Leute, dann liegt das garantiert nicht an der FED und der Zinserhöhung, sondern liegt es an anderen Faktoren, die FED dann sicherlich nutzen wird, um mal, wie du schon gesagt hast, den Fuß von der Bremse vielleicht zu nehmen, ein positives Signal an den Markt zu senden, wo ich aber auch sagen muss, mehr als ein Strohfeuer ist es dann am Ende auch erstmal nicht. Also das mal so zu meiner persönlichen Theorie zu der ganzen Thematik. Die Zinsen werden auch noch steigen, auch wenn es mal ein bisschen wieder langsamer wird. Sie werden erstmal hochgehen, um erstmal wieder hier die Kontrolle zu bekommen. Spannend wird's, wenn wir uns die Unternehmen angucken und die Geschäftszahlen von den Unternehmen, weil die handeln ja auch die Zukunft. Ja. Und wie du schon gesagt hast gerade, die Prognosen, jeder hat es eingepreist. Ich weiß nicht, ob ihr die letzten Quartalzahlen verfolgt habt. Die waren teilweise richtig stark, teilweise auch sehr enttäuschend. Aber die Reaktion, richtig gute Zahlen, ja, ein bisschen plus, okay, ihr seid eh eine gute Aktie, let's go. Aber was nur ein bisschen schlecht war, richtig abgestraft. Ja. Also ich meine, Snapchat hat sein eigenes Grab geschaufelt mit optimistischen Aussagen vorher. Aber es ist ja auch ein Krypto-Kanal. Deswegen, inwiefern würdet ihr auch nochmal hier die Zusammenhänge von Krypto und dem Finanzmarkt beschreiben? Ja, wir haben jetzt gesagt, billiges Geld. Aber ich meine, will das einer von euch vielleicht noch mal ein bisschen greifen, weil ich habe auch dafür eine Grafik, ihr kennt den Kryptozyklus allgemein, der wird gleich für den nächsten Punkt auch noch mal interessant. Furkan, vielleicht du anfangen? Ja, gerne. Also wie gerade schon erwähnt, Korrelation ist auf dem Allzeithoch und was du auch gesagt hast mit den Zahlen zu den Unternehmen, ich glaube, die Prognosen waren eher das Problem, nicht die Zahlen des letzten Quartals. Ist ja auch die Vergangenheit, ja. Ja, genau. Und das wird auch weiter wahrscheinlich so unter Druck stehen, ne? Also wie wir es gerade schon gesagt haben, dass die Korrelation einfach da ist, wie Robin es auch gerade erklärt hat, die Leute sind auf jeden Fall verunsichert. Und ich glaube, das ist auch ein ganz klares Ziel der Notenbank, weil wonach ergibt sich der Preis, Angebot und Nachfrage? Wir haben eine Angebotsverknappung, Lieferkettenprobleme etc. Da kann man nicht mal eben so den Hebel drehen. Aber wenn man die Märkte unter Druck setzt, wir haben eine hohe Inflation, die Leute sind verunsichert, dadurch wird dann halt auch die Nachfrage einfach gesenkt. Und das ist natürlich dann auch ein Hebel, um die Preise wieder runterzukriegen. Einfach, wenn man die Nachfrage runterdrückt. Und wie du es auch schon gesagt hast, ich glaube, vor ein paar Jahren, Robin, gab es diese die Anleger, wenn man sich die mal angeschaut hat, vor 5 Jahren, die waren ja ganz anders. Die waren beispielsweise nur in Krypto investiert. Und heutzutage so ist es so, dass wir institutionelle Investoren haben, die dann von A nach B Geld rüberschieben und genau was du gesagt hast, wollen einfach weniger Risiko haben in dieser Zeit und dann ziehen sie halt das Geld auch aus den Kryptowährungen raus. Und dadurch haben wir halt diese Korrelation aktuell. Ja. Ja, also ich denke vor allem auch, was wir jetzt in, also natürlich der aktuelle Bullrun, den wir gesehen haben, der hat natürlich viele Parallelen und Ähnlichkeiten zu der Marktstimmung 2017, 2018 gehabt. Aber ich glaube, eine Sache, die man hier nicht vergessen darf, ist das Verhältnis und Volumen. Erstens haben wir deutlich mehr Geld am Markt. Also wenn man sich heute mal die Top-Kryptowährungen von 2017 anschaut und die mit heute vergleicht, natürlich sind da erstens ganz viele andere. Darauf kommen wir später nochmal zu sprechen. Aber man sieht auch, dass das Gesamtvolumen oder die Gesamtmarktkapitalisierung sich komplett verändert hat. Wir haben unendlich viele Venture-Capital-Unternehmen, die hier investiert haben. Wir haben mittlerweile große Unternehmen, auch die weltweit größten Unternehmen, die teilweise mit am Markt partizipieren und investieren. Das heißt, meiner Meinung nach ist das Gesamtvertrauen im Markt deutlich gestärkt. Wenn ich heute mit Leuten rede, mit denen ich auch 2017, 2018 gesprochen habe, es war nicht mehr ganz so schlimm wie die Jahre davor, aber 2017, 2018 war noch so ein bisschen der Zweifel, sehen wir hier eine Erholung und aktuell ist die Marktstimmung eigentlich nur, wann sehen wir die Erholung. Das heißt, die größten Ausverkäufe, die wir jetzt gerade sehen, sind erstens Panik von Leuten, die noch jung und frisch am Markt sind, meiner Meinung nach.
Und zweitens vielleicht auch von den größeren Anlegern, vielleicht auch eben von den am Ende des Tages Wahlen, die vielleicht auch den Kryptomarkt einfach nur als kleine Spielwiese nutzen, aber jetzt vielleicht im herkömmlichen Aktienmarkt hier Margin Calls kriegen und dann eben auch die Liquidität aus dem Kryptomarkt entziehen müssen. Denn für die Großen ist der Kryptomarkt natürlich eine kleine Spielerei. Wir wissen alle, hohes Potenzial, aber natürlich gleichzeitig korrelierend auch ein hohes Risiko. Und genau das ist das, was wir hier jetzt teilweise auch sehen. Aber was ich ebenfalls auch ziemlich interessant finde, ist, dass wir so viele Aktien sehen, die teilweise jetzt 40%, 50%, 60% abgegeben haben von der Spitze. Mhm. Amazon hat über 500 Milliarden oder 600 Milliarden US-Dollar verloren in der Market Cap. Ich glaube, insgesamt sogar seit All-Time-High mittlerweile 900 Milliarden. Und da sieht man mal, dass eben nicht nur der Kryptomarkt aktuell stark abgestraft wird, sondern im Vergleich zu den herkömmlichen Aktienmärkten immer noch ziemlich gut performt. Und das ist eben auch der Meinung, der ich jetzt gerade bin, dass natürlich der Kryptomarkt, ich will überhaupt nicht sagen, dass wir hier kein extrem hohes Risiko haben, aber deutlich weniger als zur Marktstimmung 2017, 2018. Und das, obwohl wir natürlich in einer aktuell deutlich, deutlich angespannteren Marktphase sind, als eben hier vor 4 Jahren. Also die Gesamtmarktstimmung ist deutlich bärischer. Und ich muss sagen, dafür hält sich der Kryptomarkt meiner Meinung nach aktuell sogar noch relativ stabil. Ja, ich habe also da sogar einen Fun-Fact. Oh, sorry, Mirko. Nee, wenn ich da kurz reingrätschen darf. Ich hatte letztens vor 1, 2 Wochen eine Grafik gesehen, dass der Nasdaq über die letzten 90 Tage volatiler war als Bitcoin. Also das gab es auch noch nie in der Form. Und das zeigt einfach auch in erster Linie auf, wie ungewöhnlich die Zeit jetzt aktuell auf den traditionellen Märkten ist, aber auch auf der anderen Seite, wie effizient im Vergleich auch zu 2018 beispielsweise der Kryptomarkt geworden ist, Bitcoin geworden ist. Auch dadurch natürlich, dass die Leute auch natürlich durch die Videos vielleicht auch, die wir machen, viel mehr Informationen, die bereitgestellt werden. Die Leute wissen einfach, was abgeht und dadurch werden auch effizientere Anlageentscheidungen getroffen vom gesamten Markt. Und dadurch ist es einfach eine viel bessere Ausgangslage wie 2018 meiner Meinung nach. Aber interessant, eine Grafik, die du mir auch noch zugespielt hattest hier vorher, ist diese hier, nämlich die Tatsache, dass die Retail-Investoren eben auch viele ihrer Aktien jetzt mittlerweile wieder abverkauft haben, was einmal mehr so ein bisschen auch beweist, was war das für eine Rallye ja eigentlich, sage ich mal, getrieben nach dem Corona-Crash, definitiv auch von ein bisschen Helikoptergeld vielleicht in den USA, aber auch der Tatsache, dass dann eben auch so Plattformen hochgeschossen sind wie Robinhood, Meme-Aktien, wir haben ja alles erlebt und klar ist, die Leute dann auch im Kryptobereich mehr Risiko eingehen, die aber da auch zum größten Teil schon auch noch nicht so viel Erfahrung eben in diesem ganzen Bereich haben oder auch überhaupt wissen, warum sie in Krypto investieren. Also ich meine, wir reden über Inflation, wir reden über Geldpolitik und all das bringt der Krypto-Space ja eigentlich zusammen. Und du hast gerade auch gesagt, Bitcoin und Kryptomarkt, hier muss man die beiden schon noch ein bisschen dann trennen, wenn man sieht, Bitcoin hat schon ein sehr viel solideres Fundament. Und ich meine, wer in Krypto investiert, das ist zumindest mein Narrativ, der ist mit Bitcoin deswegen schon mal gut aufgehoben, weil das eigentlich wie ein Index funktioniert. Ja, also wenn wir von Nasdaq sprechen, sage ich auch immer Bitcoin, weil das indexiert eigentlich quasi alles im Kryptomarkt, plus vielleicht ETH, um alles Smart-Contract-Anwendung noch abzusetzen. Und dann hast du es so ein bisschen. Wir sind aber in einer echt spannenden Phase, Leute. Also wir geben gleich übrigens auch einen Ausblick. Ich habe ein Thema noch, was ich noch zwischenwerfen will. Geht es um den Kryptomarkt selber und auch um das Thema Altcoins. Aber wir sind in einer spannenden Phase, weil Bitcoin oder Krypto gab es bisher nur in Bullenmärkten. Und wir hatten auch noch nie diese krasse Konfrontation mit der Inflation, wo ja zumindest das Narrativ von Bitcoin ist, mit dem deflationären Charakter beziehungsweise der abnehmenden Inflation bis hin eben zu 21 Millionen. Dass das ja auch eine ganz andere Geschichte erzählen kann, ja, eine andere Art von Geld, eine neue Idee, wo ich schon sagen muss, von der sind wir noch entfernt. Ich will nicht wissen, wie solche Krisen funktioniert hätten, aber vielleicht hätte es sie auch gar nicht gegeben, wir wissen es nicht. Aber wir sind in einer super spannenden Phase, glaube ich. Und da dabei zu bleiben, macht am Ende den Unterschied. Und damit meine ich nicht, haltet bis ihr tot umfallt eure Sachen, sondern beschäftigt euch einfach damit, weil ich glaube, hier ist der Moment in unserer Geschichte zumindest, in unserem Teil der Geschichte, wo es richtig interessant wird am Finanzmarkt. Also das letzte Mal war ich so, sagen wir mal, auch aufgeregt, auf freudigen Sinne auch, als wirklich den Bankencrash gab, weil für mich war das so eine Neuordnung, weißt du, es war so eine Geldflut und das System bankt und trotzdem hat es irgendwie geschafft, weiterzuleben. Das Ergebnis haben wir gesehen, 10 Jahre Bullenmarkt. Kryptozyklus, kommen wir mal ein bisschen zurück wieder zu den Coins und zum Kryptomarkt. Metaverse, NFTs, wir haben im Vorgespräch ein bisschen gequatscht. Ist das jetzt schon wieder alles vom Tisch? Ist schon wieder alles vorbei? Ich zeige ja immer ganz gerne meins ist es nicht, aber das Bild kennt ihr auch, allgemein das Verständnis davon, wie auch sich das Kapital, das Geld im Kryptomarkt bewegt, nämlich auch in Risikobereichen. Ja, wenn man jetzt den Kryptomarkt als eigenen Sektor sieht, hat man eben Bitcoin als wenig risikoreichstes Asset, dann Ethereum, Large Caps wie die Layer-1-Protokolle, die ja 2021 durch die Decke gegangen sind, also Blockchains und eben wirklich die echte Alt-Season mit NFTs und all dem Kram, der dazugehört. Friede fragen jetzt, soll man jetzt kaufen, soll man es lassen?
Wie steht ihr grundsätzlich dazu? Ist das Ganze jetzt wieder vorbei mit Metaverse, NFT und dem Kram? Also ich bin auf jeden Fall, was ich erstmal sagen muss, nicht der Meinung, dass das alles vorbei ist. Also ich denke, das ist halt jetzt natürlich die Panik, die wir aktuell sehen. Und es ist echt schwierig, jetzt eine Aussage zu treffen, auf die man sich beruhen kann, weil jetzt aktuell in dieser Marktphase Prognosen zu treffen, ist unfassbar schwierig. Absolut. Und deswegen bin ich halt auch ein Fan davon, sein Risiko zu streuen und selbstverständlich auch hier auf verschiedene Pferde zu setzen. Ich persönlich zumindest habe zum aktuellen Zeitpunkt noch fast gar keine Altcoins nachgekauft, weil die Altcoins natürlich ein erhöhtes Risiko mit sich bringen. Das sehen wir ja aktuell schon. Einige der wirklichen Top-Kryptowährungen, die sind hier so stark schon abgestraft worden. Ich glaube, Solana hat vom All-Time-High schon 80% abgegeben, habe ich vorhin gesehen. Also unfassbar. Da geht natürlich noch einiges nach unten. Das darf man nicht vergessen. Das hat mich beispielsweise IOTA 2017, 2018 gelehrt. Da habe ich aus $500 $7 gemacht. Da habe ich gemerkt, wenn der Markt 90% zusammenbricht, geht es auf jeden Fall 90% noch weiter nach unten. Diese Möglichkeit besteht und davor muss man dann natürlich aufpassen. Im Allgemeinen finde ich allerdings, dass gerade auch Metaverse in Zukunft noch eine große Rolle spielen wird. Auch hier muss man vernünftig diversifizieren, aber ich bin der Meinung, wenn man sich hier auf Unternehmen bezieht oder auf die Projekte, die wirklich auch Unternehmen im Hintergrund haben, dann kann man hier auch aktuell auf jeden Fall schon gute Entscheidungen treffen. Ich persönlich bin aktuell noch vorsichtig. Ich warte erst, bis sich der Boden bildet. Meiner Meinung nach kaufe ich dann auch gerne nicht am Boden, weil den Boden zu treffen, das schaffst du sowieso nicht. Aber aktuell ist das Marktumfeld halt so angespannt und wir wissen so wenig, was in Zukunft passiert, dass ich persönlich erstmal mein Geld vom Tisch lasse und es, wenn, dann in den Bitcoin stecke, weil ich separatiere den Bitcoin von den Altcoins sowieso nochmal komplett. Der Bitcoin ist für mich digitales Gold, auch wenn es von der breiten Masse noch nicht so akzeptiert wird. Aber es ist was anderes wie Altcoins, die für mich halt kleine Tech-Startups sind. Und genau das sind halt die, die unter solchen aktuellen Marktereignissen ziemlich stark leiden. Also Long-Term bin ich auf jeden Fall bullish. Short-Term bleibe ich definitiv noch vorsichtig, auch wenn ich dann den Boden nicht erwische. Aber wir werden sehen, wenn sich der Markt erholt. Und spätestens dann werde ich hier auch größer wieder reingehen. Und aktuell warte ich halt auf jeden Fall nochmal auf 30-40%. Ich erwarte ja auch, dass der Bitcoin nochmal einen stärkeren Rücksetzer sieht. Und wir sehen auch aktuell schon, zu deiner tollen Grafik, die du dir eben eingezeigt hast, die ich auch schon des Öfteren mal angesprochen habe, wir sehen auch gerade, wie das Geld aus den Altcoins tatsächlich eher in den Bitcoin fließt. Natürlich vom Gefühl stürzt gerade alles ab, aber wenn wir uns die Market Cap bzw. die Dominanz von Bitcoin anschauen, diese hat sich schon ziemlich stark erholt und das zeigt einfach, dass die Leute auch aktuell eher dazu gewählt sind, in Anführungsstrichen sicherere Assets im gesamten Crypto-Space zu investieren und das sind Metaverse natürlich teilweise immer noch sehr risikobehaftete Assets, weshalb ich da auf jeden Fall zum jetzigen Zeitpunkt immer noch relativ vorsichtig bin. Okay, guck an deine Worte und komm gleich nochmal zu einem Ausblick übrigens, also nicht zu früh hier schießen. Ne? ja, also ich kann eigentlich Robin nur zustimmen, was man eigentlich einfach nur bedenken muss, zum Beispiel im Bullenmarkt, egal wo man Geld reingesteckt hat, die Dinger sind hochgegangen. Ne? Also jeder Hans und Franz, der vielleicht einen Monat im Markt drin war, hat Profite gemacht, alle Solana-IDOs jetzt mal als Beispiel haben sich ver-X-facht. Mhm. Und jetzt im Bärenmarkt ist es natürlich wichtig, genau wie du es gerade auch, Robin, gesagt hast, wo sieht man das größte Risiko? Ähnlich wie die Institutionellen jetzt vielleicht Geld aus Bitcoin eher rausziehen und dann irgendwo anders parken, in Staatsanleihen oder sonst was reingehen, gehen die Leute im Kryptomarkt dann auch eher raus aus Altcoins und gehen dann in Bitcoin rein. Wichtig ist aber natürlich dann zu wissen, in den vergangenen Bärenmärkten, wie beispielsweise 2018, da kann man einfach nicht auch irgendwie auf x beliebige Coins setzen und darauf hoffen, dass die im Bullenmarkt dann alle wieder hochgehen, weil am Ende des Tages bleibt gefühlt die Hälfte oder noch mehr einfach liegen. Ja. Wenn man sich mal XRP oder sowas anschaut, nie die alten Allzeithochs erreicht und es gibt so viele Beispiele und die wird es auch wieder geben. In 3 Jahren sieht die Top 10 wahrscheinlich wieder komplett anders aus. Und da muss man einfach sich noch mehr eigentlich damit beschäftigen, als man es jetzt vielleicht im Bullenmarkt machen musste. Und das ist ganz wichtig im Bärenmarkt, dass man seine Entscheidung auch wirklich nochmal doppelt und dreifach checkt und dann erst investiert und nicht einfach, weil man irgendwo was gelesen hat, gesehen hat, einfach Geld hinterher wirft, weil man denkt, okay, das wird schon irgendwann hochgehen. Also einfach ist es dann im Bärenmarkt vor allem nicht. Nee, die aktuelle Marktphase zeigt ja vor allem auch, was ich auch immer sage, ich hatte ja beim November ein Video gemacht zum Ausstieg aus dem Kryptomarkt, ja, war damals noch verpönt, nee, wir machen doch die 100.000. Ich habe dann gesagt, Leute, zumindest mal auch im Altcoin-Bereich, die Halbwertszeit ist halt eben doch niedrig und woran liegt das? Wie gerade schon gesagt wurde, es sind Fintech-Startups oder was auch immer und folgt man dem billigen Geld, dann seht ihr, wie viel auch Geld in den VC-Bereich geflossen ist in den letzten 2-3 Jahren. Das geht gerade auch sukzessive runter und entsprechend natürlich auch, sag ich mal, Krypto-Startups ein bisschen weniger beliebt, aber
aber es wird Projekte geben, die sie auch durchsetzen werden, die in dieser Bärenphase zeigen werden, dass sie auch stark genug sind, so eine Phase zu überstehen, neue Allzeithochs erreichen können. Die sind aber so schwer in dieser Phase auszumachen, weil es gibt immer neue Iterationen der ganzen Geschichte. Ja, wir haben Learnings aus Terra, wir haben Learnings aus den ganzen Crashes oder sagen wir mal nicht Daseins von Solana. Wir haben diverse andere Learnings aus dem Metaverse. Wir wissen auch, nicht jedes digitale Land ist wertvoll und nicht jedes bunte Bildchen ist eine Million wert. Es sind so viele subjektive Dinge, die in diesen Markt mit reinspielen, eben auch noch viel Retail-Investment, aber es ist die nächste Iteration. In der nächsten werden wir sehen, was übrig bleibt. Bitcoin, Ethereum hat sich schon standfest gezeigt. Ethereum mit 2.0 wird sich da nochmal prüfen müssen. Danach kann das, glaube ich, ein bisschen ruhiger laufen. Aber wir wissen es nicht. Und weil wir das eben nicht wissen, kann man jetzt auch nicht sagen, ja, ein Sparplan ist cool, ja, macht Sinn, aber bitte dann überlegen, in was. Denn was ist in 5 Jahren noch da? Und nur dann macht ein Sparplan tatsächlich Sinn. Wenn man in Altcoins investiert, dann muss man schon ein bisschen auch nach dem Näschen gehen und schon noch ein bisschen auf sein Gefühl hören und damit rechnen, dass man eben auch viel verliert. Kryptozyklus kriegt ansonsten auf meinem Kanal zu Genüge noch. Werde ich euch noch schön das Ohr abknabbern. Wir gehen jetzt zum Finale, zum Ausblick. Letztes Mal habe ich gesagt, sell in May and go away. Ich war ja im Urlaub und gutes Timing, würde ich fast sagen. Oder auch nicht. Es war komplettes Desaster im Mai. Wie seht ihr denn den Juni? Nicht zu ausschwänglich, weil wir haben eigentlich auch schon viel verraten. So ein bisschen kurz und knackig, damit die Leute noch das Video auch bis zum Ende schauen. Volkan, willst du? Ja, ja, gerne. Also ich kann mir schon, wir hatten jetzt, glaube ich, 9 Wochen in Folge eine rote Kerze bei Bitcoin. Das gab es ja noch nie. Ich glaube, vorher gab es auch nicht 8 oder 7. Ich weiß es gar nicht mehr genau. 7 war die letzte, also, glaube ich. 7 war die letzte. Und also wir haben schon schön den Rekord ausgebaut und da ist natürlich dann irgendwann auch Statistik, Wahrscheinlichkeit, irgendwann muss auch eine Gegenbewegung, genauso wie es im Bullenmarkt immer wieder gepriesen wird, es kann nicht nur nach oben gehen, wir werden auch wieder Korrekturen sehen und dann gibt es natürlich auch die Bärenmarkt-Rallies, vielleicht jetzt im Juni, wenn wir jetzt nur uns auf den Juni fokussieren wollen, kann ich mir schon vorstellen, dass wir vielleicht nochmal in Richtung 40.000 vielleicht laufen, wenn nicht jetzt noch irgendwas auf der Welt Wildes passiert, aber wie ihr schon gesagt habt, sehr schwer vorauszusagen, wenn ich nochmal mittelfristige Prognose geben darf, ist, ich glaube, der Sommer könnte auch schwierig werden. Darfst du im nächsten Video machen. Okay, machen wir im nächsten Video. Nein, Sommerloch also, obwohl steht auch noch vor der Tür. Keiner Spoiler. Sommerloch, Sommerloch könnte schwierig werden, aber ich habe die Hoffnung, dass nach dem Sommer vor allem durch die Fed, die von der Bremse geht, dass dann irgendwann wieder ein Aufwärtstrend sich etablieren kann. So Leute, und daran merkt ihr, dass Volkan meinem Kanal folgt und jedes meiner Videos schaut, denn genau das ist auch meine persönliche Prognose. Aber wir wollen uns erstmal nur auf den Juni fokussieren. Wenn ihr mehr sehen wollt von uns drei, dann brauchen wir Likes, wir brauchen Abos, denn nur damit können YouTuber überleben. Jetzt Robin, zu deiner Prognose für Juni. Ich versuche mich kurz zu fassen. Also ich sehe es eigentlich ähnlich wie Volkan. Ich könnte mir vorstellen, dass wir jetzt erstmal steigende Kurse sehen, mittel- bis langfristig, vielleicht sogar die nächsten 2 Wochen. Die aktuelle Woche gehe ich eigentlich ziemlich stark von aus. Wobei auch das ist so wieder das, was die breite Masse aktuell glaubt. Alle denken, oh ja, 9 Wochen hintereinander, es kann keine 10. rote geben. Aber ja, tatsächlich ist das halt theoretisch möglich. Trotzdem denke ich, wir könnten eine kurzfristige Erholung sehen. Für den maximalen Schmerzbereich könnte ich sogar tatsächlich mir vorstellen, dass wir in die Bereiche von 43.000 bis 46.000 Dollar laufen. Das klingt jetzt übertrieben, da werden jetzt die Leute sagen, du bist bescheuert, aber es wäre der Bereich von unserer 200er Daily Moving Average Linie und das wäre eben das, was das Vertrauen in den Markt zurückbringen würde. Das würde wirklich so mal so eine Euphorie reinbringen, die dann am Ende des Tages einfach ein übelster Schlag wäre, wenn es dann wieder nach unten geht. Schwierig, auf jeden Fall. Auf jeden Fall würde ich persönlich nicht in FOMO verfallen, wenn wir in diese Bereiche laufen. Da wäre ich auch weiterhin vorsichtig. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir wirklich nochmal ziemlich starke Stärke hier im Bitcoin sehen, bevor wir dann auf jeden Fall nochmal einen stärkeren Ausverkauf sehen. Gerade auch das Sommerloch, das wird definitiv nochmal reinkicken. Ich meine, jetzt gerade sehen wir nicht nur Risk-Off am Markt, sondern auch, dass die Leute das Geld rausziehen, weil sie ihre Lebenshaltungskosten decken müssen. Dann kommt der Sommer dazu, wo die Leute vielleicht auch nochmal in Urlaub fahren wollen. Gerade auch der Retail, der den Kryptomarkt oftmals ziemlich stark treibt. Und das könnte eben nochmal dafür sorgen, dass erstens das Interesse rausgeht, weil die Leute keinen Bock mehr haben, auf ihre Bildschirme zu gucken, sondern rausgehen und natürlich auch das Kapital anders benötigen. Und das könnte dann meiner Meinung nach diese bärische Akkumulationsphase in den nächsten Wochen, Monaten ergeben, wo einfach keiner mehr Bock auf den Markt hat und sich die großen Fische dann richtig gut einkaufen. Mehr sage ich jetzt nicht, sonst wird das hier zu ausführlich. Ja, und wenn ihr mehr wissen wollt, wie gesagt, folgt den beiden Jungs gerne auf den Kanälen, da kriegt ihr auch nochmal extra Sahnehäubchen drauf, da kriegt ihr auch wirklich viel, viel guten Content.
wo man sich einfach nochmal ein gutes Gesamtbild machen kann. Und darum geht es uns. Wir wollen jetzt ja auch keinen Kaffeesatz lesen. Also deswegen genießt sowas immer mit Vorsicht, was wir aussagen. Denn wir haben zwar schon immerhin drei Perspektiven, die sich aber trotzdem ja auch ein bisschen ähnlich sind irgendwo. Denkt auch bitte an die skeptischen Stimmen, aber auch an die euphorischen meinetwegen. Es geht auch, wie gesagt, darum, wir sind nicht pessimistisch, wir sind nicht euphorisch, wir versuchen einfach nur zu überlegen, was machen wir mit unserem Geld am besten, und darum geht es letztendlich, Emotionen ausschalten, Kopf anschalten und dann eben Ausblick Juni, Kaffeesatz lesen und euch sagen, es könnte eine Bärenrallye geben, das habe ich auch im letzten Video schon gesagt, eine Bärenmarktrallye scheint sich ein bisschen anzudeuten, aber diese Luftschlösser sind auf dünnem Eis gebaut, denn guckt euch die Liquidität an, Desinteresse ist definitiv da, Sommerloch fühle ich auch, hatten wir letztes Jahr schon und könnte dieses Jahr noch brutaler werden. Wir sind es auch überhaupt am Social Media Interesse, wie gesagt, guckt einfach mal auf Kanäle, dann seht ihr auch, wie das Interesse abnimmt. Wenn Kanäle verschwinden, spätestens dann merkt ihr, es lohnt sich nicht mehr weiterzumachen. Wir bleiben aber da für euch, und wenn ihr das auch weiterhin wollt, zischt hier die Likes drauf, zischt die Abos auf die Kanäle. Es hat mich mega gefreut. Wir haben völlig überzogen den Rahmen. Normalerweise 21 Minuten unmöglich, aber ich glaube, für so einen Talk ist auch okay, mal Richtung 40 zu schielen. Von euch beiden abschließende Worte für die Leute da draußen. Robin zuerst in Kurzfassung, bitte. Ich versuche mich kurz zu fassen. Erstmal vielen Dank überhaupt, dass ich hier auf deinem Kanal vorbeischauen wollte. Darf. Hat mich auf jeden Fall gefreut. War ein interessanter Talk. Wir werden wahrscheinlich auch noch 3 Stunden weiterreden können. Ja, Freunde, meine abschließenden Worte, passt auf euch auf und vor allem auch auf euer Geld, gerade zwischen so bärischen Phasen. Versucht euch nicht von Emotionen leiten zu lassen, sowieso nicht an den Finanzmärkten und auch nicht im Kryptomarkt. Ganz wichtig, aber natürlich auch so zu aktuellen Phasen, wo wirklich die Emotionen ganz schnell von sehr positiv auf sehr negativ schwanken können. Gerade jetzt ist es wichtig, einen langen Zeithorizont zu haben, wenn man denn investieren möchte. Also passt auf euch auf und auf euer Geld und habt den langen Zeithorizont im Hinterkopf, gerade wenn ihr wirklich bereit seid, jetzt schon wieder Geld zu investieren. Ja, von mir die letzten Worte, auch dir auch nochmal danke, Mirko, für die Einladung, und kurz und knapp, ich glaube, die Helden werden im Bärenmarkt geboren, und bleibt am Ball, wenn ihr interessiert bleibt. Ihr wollt nicht diejenigen sein, weil irgendwann wird es wieder aufwärts gehen, wir werden wieder einen Bullenmarkt irgendwann bekommen, und dann wollt ihr nicht diejenigen sein, die im Bärenmarkt geschlafen haben und dann hinterherlaufen. Ja, also Gewinner werden in Bärenmärkten gemacht, das ist eine Weisheit, die es auch schon seit ewig im Aktienmarkt gibt, und tatsächlich lassen sich viele Weisheiten eben hierauf auch ausmünzen. Wir sind also nah am Finanzmarkt, weil Krypto mittlerweile einfach schon so relevant geworden ist, ja, teils, wir sind noch nicht so weit, dass wir sagen, wir sind super relevant, aber wir sind auf dem Weg dahin, für die digitale Zukunft sowieso, die wollen wir selber mitbestimmen, die könnt ihr auch selber mitbestimmen, indem ihr euer Wissen aufbaut. Ich habe meine Brandrede zum Abschluss eh schon gehalten, ich danke euch beiden, es hat mir auf jeden Fall mega Spaß gemacht, die Zeit ist verflogen. Wenn ihr bis zum Ende noch dran geblieben seid, dann habe ich noch eine Bitte an euch. Fühlt euch einmal rein in die Lage als YouTuber und schreibt mir mal unten rein, wie würdet ihr den Titel dieses Videos machen und wie wäre der Titel für euch? Schreibt ihn unten rein. Ups, würde mich sehr interessieren. Ich muss mir wieder irgendwas Heißes ausdenken, damit ein paar Leute klicken. In diesem Sinne, Leute, macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao. Ciao, ciao.